Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Risen 1, wo wir immer noch in der Hafenstadt unterwegs sind, uns munter durch die Gegend klauen und unsere Taschen ein bisschen füllen. Verdienterweise, muss man ja sagen. Wir haben jetzt so viel ausgegeben hier im Laufe der Zeit. Okay. Fiedelbogen. Ach, da unten ist auch eine. Oh. Ja, verschwinde von hier. Hallo. Hey. Ich hab doch nur mal geschaut, was da los ist. Fiedelbogen. Aha, das ist hier ein Musikinstrument. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Hau schon ab! Ach, wir wurden also gesehen. Raus! Ja, ist ja gut, ist ja gut. Jetzt beruhigen wir uns hier erstmal wieder alle. Ups, ich war mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob ich das darf. Jawohl. Nochmal ein bisschen Reichtum für uns. So, ciao. Schon ab. Hä, ich habe doch nur eure Treppe mal begutachtet. Ja, es läuft auf jeden Fall gut mit den ganzen Diebstählen bisher. Also, unsere 100 Goldstücke haben wir fast schon wieder raus, muss man mal sagen, ne? So, jetzt haben wir ja hier diesen Bereich, ja, ach, die sind jetzt alle wieder wach. Die Nacht ist quasi vorbei. Ich wollte ja nach hinten bei Josh schauen und dann hätte ich auch ganz gerne tatsächlich ein bisschen von diesem Cutter in Sachen Stärke beigebracht bekommen. Weil dafür brauchen wir auch 90 Goldstücke. Ärgerlich, dass jetzt alle wieder wach sind, ne? Wir können jetzt momentan noch nicht so schlafen, wie wir wollen. Okay. Hey, Cole. Ja, das war ja noch, ne? Genau, Bogen 200, haben wir gesagt. Können wir uns nicht leisten. Entschuldigung. Seinen Käse hätten wir uns auch noch klauen können, wenn er dann schlafen würde. Kann ich denn jetzt hier an dir vorbei? Ich glaube, ich hatte doch seine Seemannskiste schon ausgeraubt, oder? Ach nee, da wollte ich gerade dahin und dann ist er ja aufgewacht. Ich erinnere mich. Ich brauche eher Wildschweinfell. So. Ja, guck mal hier. 151 Gold. Das Gold haben wir jetzt schon wieder mehr als raus. Plus die ganzen Gegenstände, die wir natürlich noch verkaufen können. Aber hier, Cutter. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Bitte. Bitte einmal mehr. Das kostet 200, aber. Ich will stärker werden. Gut. Das können wir uns auf jeden Fall schon mal, ne, aneignen. 200 ist natürlich schon eine andere Hausnummer. Das ist noch ein bisschen weit entfernt. Ja, der Josh hatte ja hier eine Menge Krams bei sich. Kann man hier irgendwie effektiv über die Dächer hin und her springen? Ich habe das damals nie so ausprobiert. Bei Gothic war es ja so, dass man auch tatsächlich was auf den Dächern gefunden hatte. Haben sie das bei Risen auch so eingeführt? Also die Übersicht ist natürlich schon geil, ne? Muss man ja sagen. Und für so ein altes Spiel sieht das auch echt cool aus. Da kann man auch nichts anderes sagen, oder? Klar, das Spiel ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber guckt euch das mal an. Im Vergleich zu den heutigen Early Access Titeln und Co., ne? Hat schon was geboten. Zu seiner Zeit, ne? So, wie dem auch sei,
Jetzt geht die Diebestour weiter. Krog, Kartoffeln, Goldmünzen. Oh, eine Perle. Fläschchen. Wildschweinfell, sehr wichtig. Um Schlösserknacken verstehe ich nicht. Doch, nein, ey. Wir müssen echt lernen, wie man mit Dietrich umgehen kann. So viele Türen, die uns verschlossen bleiben. Weil wir noch so ein Noob sind. Aber das hat sich jetzt hier auch schon mal gelohnt. Ja, das da bei ihm kriegen wir natürlich nicht raus. Müssen wir mal eben gucken. Wenn wir jetzt hier mal schauen, wegen der ganzen Quests. Die kranke Bauersfrau, Medizin für alle. Ach genau, wir können ja Belchow eigentlich mal Bescheid geben, ne? Hier von wegen, haben alle versorgt. Ich habe alle Bedürftigen, die ich finden konnte, mit Heiltränken versorgt. Gut gemacht, mein Sohn. Du bist wahrlich eine große Hilfe. Die heilige Flamme möge dich schützen. Wer weiß, vielleicht willst du ja sogar Novize werden. Meinen Segen hättest du jedenfalls, mein Sohn. Ich werde Carlos davon berichten. Er wird dich rufen lassen, wenn er Zeit für dich hat. Tu, was er dir aufträgt. Wenn du ihn von dir überzeugen kannst, wird er dich sicher zur Vulkanfestung bringen. Nur er kann dafür sorgen, dass du in diesen schweren Tagen unbehelligt zur Vulkanfestung gelangst. Denn ohne sein Wohlwollen wirst du von den weißen Ordenskriegern außerhalb dieser Mauern verhaftet. Verstehe. Also müssen wir uns eigentlich so jetzt mit Kommandant Carlos gutstellen. Kann ich noch etwas für dich tun? Nein. Ich denke, im Moment wäre das alles, mein Sohn. Vielleicht später. Okay. Oder wir müssten halt alle Ordensmitglieder umbringen, aber das wollen wir jetzt hier noch nicht machen. Da sind wir bei weitem noch nicht so weit. So. Fisch dann verkaufen, Jacks Truhe. Ja, wollen wir das vielleicht jetzt hier hinten mal angehen? Jetzt haben wir nur natürlich einmal Stärke hochgemacht, aber ne, ein bisschen schon mal besser als gar nichts. Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir den Fuller ausschalten können. Aber wenn der Fuller ausgeschaltet ist, dann sollte das mit Costa kein Problem sein. Dann gönnen wir uns mal eben ein paar Heilkräuter. Dann werde ich speichern und dann versuchen wir es mal. Was? Ja, komm her. Gut, bringen wir es hinter uns. Das hatten wir ja schon. Weiter. Weiter. Ja. Das war Glück für uns. Jetzt gibt's Prügel. Nein. Weiter. Na komm. Ja. Was soll das? Ja. Weiter. Ja. Ja. Dieses Mal kriegen wir es hin. Bringt zwar wirklich nur minimal im Nahkampf, dass wir eventuell ein bisschen mehr Schaden machen. Durch 5 Stärke mehr. Aber immerhin bringt es etwas. Natürlich wäre eine bessere Waffe und eine bessere Rüstung wesentlich effektiver. Könnt ihr auch von Costa die Rüstung kaufen, aber das will ich nicht. Ich will ihnen kein Gold geben. Na komm schon. Nur nicht leichtsinnig werden, Extreme. Ja. Gott. Ja. Ja. Das war nicht ohne. Das hat
bestimmt nicht. So. Ja. Hast mächtig was auf dem Kasten, muss ich schon sagen. Hast du genug? Ja, ich habe genug. Mit dir lege ich mich nicht mehr an. Pass auf, ich schlage vor, wir vergessen die Sache. Nehmen wir mal einen Heiltrank zu uns und dann füllen wir den Rest mal mit Fleischkeulen auf. Könnt ihr hier natürlich auch mal schlauerweise da unten hinpacken. So, vielleicht mache ich nochmal Heiltränke hier irgendwie auf die Null oder so. Jetzt speichere ich das Ganze nochmal ab und hoffe, dass wir das jetzt hier mit Costa gelöst bekommen. Ich habe da eine kranke Bäuerin. Sie braucht eine saubere Unterkunft. Schön für Sie. Was habe ich damit zu tun? Ah, vergiss es einfach. Schon passiert. Dann müssen wir es wohl anders machen, mein Freund. Bin zu müde. Wir haben jetzt 86 Gold. Mal gucken, er wird uns doch bestimmt beklauen hier, hä? Nö, der hat uns nicht beklaut. Er beklaut dann also andere, weil wir ein ernstes Wörtchen mit ihm geredet haben. Hey, du Schlafmütze! Wenn du in meinen Betten schläfst, musst du auch bezahlen. Vorher gibt's keine Waren mehr. Ich habe da eine kranke Bäuerin. Sie braucht eine saubere... Schön für sie. Und wie ist es, wenn ich jetzt nochmal in seinem Bett schlafe? Ich habe ja gespeichert vorher. Wir versuchen das mal ein bisschen auszureizen hier. Bis er uns quasi attackiert oder irgendwie was passiert. Okay, das kann man jetzt einfach quasi machen, wie man will. Ich werde das Bett für Sie bezahlen. Das ist natürlich etwas anderes. Gib her. In Ordnung. Sie soll Ihr Bett bekommen. Na also, geht doch. Unser Bett bezahlen wir jetzt nicht. Ja, haben jetzt natürlich jetzt wieder ein bisschen Verlust, aber... Deine Frau kann zu Costa umziehen. Ist das wirklich wahr? Ich danke dir, Fremder. So etwas hat noch nie jemand für uns getan. Du bist ein guter Mensch und sollst dafür belohnt werden. Wir haben nicht viel, aber geh zu meiner Frau. Sie hat etwas für dich. Ich war gerade eingeschlafen. Danke für deine Hilfe. Sieh mal an, du kannst ja doch reden. Ja, aber es strengt doch sehr an. Hier, nimm dies als Dank von mir. Alles Gute, Fremde. Das werden wir dir nie vergessen. Kochrezept. Ja. Ich habe auch noch anderes. Gibt es was Besonderes? Wie viele Lernpunkte haben wir eigentlich noch übrig? Wo steht das denn? Da, 10. Ja gut, könnten wir ja noch das ein oder andere... Akrobatik kann ich mal hinzufügen. Das ein oder andere noch lernen. Dass wir noch besser im Kampf wären vielleicht. Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Dingens, mit dem konnten wir jetzt nur noch Sachen lernen, ne? Hier. Ich will ein... Ja. Das bringt uns nichts. Probier's woanders. Der kriegt kein Gold, aber dann können wir auch nicht mit ihm handeln, ne? Er hat halt auch die Dingens, die... Rüstung. Ja, vielleicht können wir mal dem Belchior Bescheid sagen, dass das hier mit Martha und Arno geklappt hat. Oder Anok, hieß der Anok. Die kranke Bäuerin Martha hat jetzt eine sichere Unterkunft.
Sehr gut, mein Sohn. Du bist ein guter Mensch. Ach, wenn doch nur alle Leute in dieser Stadt so rücksichtsvoll wären. Hier, ich hab da was für dich. Die heilige Flamme möge dich erleuchten. Zwei große Heiltränke, das ist sehr nice. So, wir haben jetzt drei Wildschweinfälle. Welche Quest können wir denn als nächstes machen? Was hat Rodriguez vor? Fälle für Fleisch. Wir gehen mal runter und können das ja mit Rodriguez sagen, dass er quasi den Cid unter Beobachtung gestellt hat. Hey du, Carlos will mit dir sprechen. Er wartet auf dich oben im Wachhaus. Okay, also meine Taten haben sich schon rumgesprochen. Meine positiven Taten natürlich. Rodriguez glaubt, dass du hinter den Einbrüchen steckst. Dann kann ich nur hoffen, dass er niemals einen Beweis dafür findet. Oder einen Zeugen. Aber dabei brauche ich deine Hilfe. Was soll ich tun? Sieh zu, dass du die Einbrüche untersuchst. Wenn Rodriguez sich drauf einlässt, reden wir weiter. Ja, ich wollte jetzt extra nicht annehmen, weil ich wollte nicht pro Inquisition sein, quasi. Aber gut, dann machen wir es mal. Ich werde die Einbrüche untersuchen. Gut, dann pass auf, das wird keine leichte Sache. Du wirst deinen Kopf benutzen müssen, um diese Aufgabe zu bewältigen. Cid wusste immer, wo es was zu holen gab. Er hat sich vorher in den Häusern umgesehen? Nein, das wäre viel zu auffällig gewesen. Ich glaube, er hat jemanden geschickt, der für ihn die Häuser ausspioniert hat. Wenn du ihn findest, haben wir einen Zeugen. In welche Häuser wurde eingebrochen? Bei Nelson, dem Kartenzeichner, Flavio, dem Fellhändler und Baxter, dem Buchhalter. Du solltest mit jedem der drei sprechen. Ihre Aussagen sind wichtig. Nur mit ihrer Hilfe wirst du in dieser Angelegenheit weiterkommen. Wo? Ja, das wissen wir ja. Kann ich hier wegklicken? Ich wollte es nur machen, falls sich eine neue Handlung daraus schließen würde. Schauen wir mal kurz hier nach. Wer ist der Fremde? Gibt's Probleme? Schiffsoffizier. Ist das hier eventuell, ne? Und so? Vom Schlösserknacken verstehe ich. Nein! Verdammter Mist. Gut, dann reden wir nochmal hier mit dem Kollegen. Rodriguez glaubt, dass du einen Spion hast, der für dich die Häuser auskundschaftet. So, so. Und? Hast du einen Spion, der für dich arbeitet? Dieser verdammte Rodriguez. Klar habe ich einen Spion. Und wer ist es? Wenn er schlampig gearbeitet hat, wirst du ihn finden. Aber ich sag dir was. Bevor du ihn an Rodriguez verkaufst, kommst du wieder zu mir. Wir werden schon einen Weg finden, diese Sache aus der Welt zu schaffen. Ja, das kriegen wir schon hin. So, links gehe ich noch nicht lang. Das mache ich dann später. Aber ist da hinten, ist das da vorne nicht das Wachhaus? Oder ist das Wachhaus oben? Ich glaube, wenn wir da hochgehen, kommen wir zum Wachhaus, ne? Wir sollten ja auch hier mit dem reden, mit Baxter. Wegen des Einbruchs. Was wurde gestohlen? Was wohl? Das Gold natürlich. Das Gold, das die Leute bezahlen, damit sie Fleisch bekommen. Das Gold gehört dem Orden. Und jetzt ist es weg. Und wie viel war das? Alles. Und wie viel genau, weiß ich nicht. Ich wollte gerade die Abrechnung machen, als ich den Diebstahl bemerkt habe. Wer war am Tag des Einbruchs im Haus? Dieser bekloppte Doyle wollte mir Fisch verkaufen. Er arbeitet wohl für den Fischhändler. Aber ich stehe nicht auf Fisch. Also habe ich ihn fortgejagt. Und der dicke Vasili hat Bier gebracht. Das habe ich bezahlt. Dafür habe ich ihm ein paar Stücke Fleisch gegeben. Und Mo war natürlich ein paar Mal hier. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Schließlich arbeitet er hier. Ich glaube, Doyle. Doyle könnte der Schuldige sein. Nur endlose Listen. Spaltenweise Zahlen. Tja, die Zusammenrechnung und die Abrechnung, das haben wir ja schon erfahren. Lilly, wen haben wir denn hier? Bauer. Ich habe auch noch anderes zu tun. Gibt es was Besonderes? Bürgerin. Und ein Haus, wo ich eventuell mal reinschauen kann. Okay, wir wurden nicht bemerkt. Du
du Dieb. Ich bring dir Manieren bei. Nein. Warte kurz. Ich muss mal eben deine Truhe noch hier auch leer räumen. Da läuft der Dieb. Ja, komm. Ist ja Quatsch, ne? Komm, laden. Hätte ja klappen können. Ja, müssen wir vielleicht mal manche Sachen abends abgrasen oder so. Ich dachte mir halt nur, wenn wir jetzt schon manche am Tag machen können, umso besser. Aber nee. Das lassen wir mal. Lilly. Du siehst aus, als ob du Gold hättest. Wenn du Spaß und Entspannung suchst, bist du bei uns in Sonjas Bordell genau richtig. Schau doch mal bei uns vorbei, Süße. Wir haben Tag und Nacht für dich geöffnet. Du wirst es nicht bereuen. Werd's mir merken. Du bist wunderschön. Jeder Mann, der deine Nähe spürt, darf sich glücklich schätzen. Danke. Wenn du so redest, fange ich an zu träumen. Und ich weiß, unsere Zeit wird kommen. Gold oder Heiltrank? Lass mich dann nur nicht sitzen. Heiltrank. Ist mehr wert, aber... Gut, ich gehe jetzt natürlich auch nach dem praktischen Heiltränke, werde ich des Öfteren auch nutzen müssen. Also nicht immer ist das Gold das Entscheidendste. Nein, ich hänge hier fest. Hallo? So, das nehmen wir auch mit. Die ganzen Blümsche. Und hier haben wir also Sonjas Bordell. Wollen wir zum Bordell oder wollen wir erstmal schauen? Ich würde erstmal schauen. Ordenskrieger. Überall watschen sie rum. Haben wir da unten etwas außer einem Bötchen? Ah, eine Hornmuschel. Ja. Hat sich das wenigstens gelohnt, hier mal kurz runterzugehen. Ein Riesenturm. Da geht's halt noch mal weiter, ne? Es ist schon wirr. Muss man ja sagen. Das sollte auch gehen. Das nehmen wir alles mit. Sehr gerne, wenn es umsonst ist. Warum nicht? Eine Muschel. Yay. Minze. Brathering. Und einem Bett. Keine Ahnung, wem es gehört. Warte mal. Ist das nicht... Nee, das ist doch noch nicht das vom Jack. Und wenn, dann ist das wahrscheinlich doch eher hier, oder? Doch, das ist der Jack. Bevor wir natürlich mit ihm reden. Telekinese. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Für die goldene Schale, Telekinese. Ich verstehe. Müssen uns dann doch erstmal unten den Schlüssel holen. Den habe ich dann übersehen. Ja, komm, ich kann hier nicht mal eben einfach runterspringen. Das ist in dem Spiel ein bisschen schwierig mit dem Springen. Hinter den Fässern an der Säule. Da. Ja, gut, dass man den Tipp bekommen hat, ne? Ich meine, so offensichtlich war es jetzt auch nicht. Dupdidu, dupdidu. Jacks Truhe. Ja. Jacks Truhe. Das hat sich mal gelohnt. So, speichern, Telekinese und dann reden wir mit dem guten Jack. Jetzt, wo wir ihn ausgeraubt haben. Telekinese. Komm zu mir.
Große Goldschale. 1 von 3. Es wird also noch eine Quest sein, die uns hier etwas aufhalten wird. So scheint es. So, mein Freund Jack. Schön Turm hast du da. Aber? Na, mein Jung. Was kann der alte Jack für dich tun? Was machst du hier? Was machst du hier? Sieh mich an. Ich bin ein abgetakelter Leuchtturmwärter. Wie immer. Ich habe immer von der See gelebt. Früher als Seemann, dann als Leuchtturmwärter und jetzt als Strandsammler. Aber ich will mich nicht beschweren. Man findet viele Dinge, die man gut verkaufen kann. Ich dachte, du wärst der Leuchtturmwärter. Ach, mein Turm und ich, wir haben uns hier zur Ruhe gesetzt. Es kommen ja eh keine Schiffe mehr. Meine müden Knochen wollen nicht mehr. Und mein großer Freund hat auch schon bessere Tage gesehen. Ich bin zufrieden, wenn ich auf meiner Bank sitze und mir den Wind um die Nase wehen lasse. Du hast nicht zufällig einen Rum, der meine Schmerzen lindert? Ich habe den gesamten Rum verkauft, ich krieg's kotzen. Lass uns handeln. Schwarze Perle sind sehr selten und wertvoll. Wildschweinfell und natürlich Muscheln, wo eventuell auch eine Perle drin sein kann, ne? Es wäre eigentlich nicht dumm, die mitzunehmen. Kosten nur 18. Wenn wir eine Perle drin haben, haben wir das Geld mehr als raus. Mich ärgert das so, dass wir keinen Rum mehr haben. Ich habe den gesamten Rum verkauft. Ich kriege die Krise. Ring der Holzhaut. Schutz vor Stichwaffen. Plus 10. Nice. Knüppel. Eine Schaufel. Wir hatten doch hier ein Werkzeug zweimal, genau. So, gib mir ein bisschen Gold und dann haben wir es. Tja, mit deinem Rum musst du warten, mein Freund. Geht doch nicht. Eine Perle. Nichts zu holen. Naja, eine Perle und die ist 50 wert. Hat sich gelohnt. Das haben wir quasi mehr als wieder raus. Ich will jetzt nicht da hinten lang gehen, tatsächlich, weil das ist dann der Rest der Stadt. Das Bordell und die hinteren Wege machen wir später. Wir gehen erstmal dort vorne die Seite entlang, so ein bisschen. Hafenviertel weiter untersuchen. Dirne. Mir geht's gut. Und dir? Bäuerin. Versteckt sich hier irgendwas? Nein. Manchmal muss man was riskieren. Vasili. Geh lieber trainieren. Ahoi. Was machst du hier? Gute Frage. Eigentlich gar nichts. Im Hafen gibt es gerade nichts zu tun und den Job bei Patty habe ich auch an den Nagel gehängt. Du arbeitest für Patty? Ich habe für Patty gearbeitet, Bier rumgetragen. Aber die wenigen, die noch trinken, kommen eh in die Kneipe. War also kein Bedarf mehr. Zum Glück musste ich meine Koje bei ihr noch nicht räumen. Jetzt helfe ich ab und zu im Hafen aus. Erzähl mir was über den Hafen. Da ist nicht viel los, kommen ja auch keine Schiffe. Die einzige Möglichkeit, an einen Job zu kommen, ist Carrasco. Er gehört zum Orden und verwaltet das Lagerhaus. Außerdem bezahlt er miserabel. Halt dich an Lucor. Er hat da was Eigenes am Kochen und wenn du dich gut anstellst, ist die ein oder andere Münze extra drin. Aber lass dich nicht über den Tisch ziehen. Lucor ist ziemlich geizig. Hast du einen Stängel Kraut für mich? Sehe ich so aus, als würde ich das Zeug verteilen? Geh zu jemand anderem. Vasilis Rüstungsplatten. Haben wir schon einen Questerfolg? Okay. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. Ich habe Bier ausgeliefert und war in fast allen Häusern. Ist dir das von alleine eingefallen, du Schlauberger? Na schön. Ja, Ingvar. Lass mich raten, Goldmünzen, die auf dem Boden liegen, ist auch Diebstahl. Was soll der Scheiß? Anscheinend nicht. Das verstehe ich dann nicht immer, ne? Also manche Sachen kannst du hier einfach... Was soll der Scheiß? Kannst du einfach nehmen, manche Sachen nicht. Du musst da echt genau gucken.
Nico. Ich denke mal, das an ihrer Kasse ist wahrscheinlich alles Diebstahl. Bier, Kräuterstängel. Ein Rum wäre nicht schlecht, ne? Wenn wir einen Rum finden würden für Jack. Apfel. Ich verstehe es nicht. Ich darf hier anscheinend einfach rumlaufen. Ich speichere mal trotzdem nochmal erneut. Das nehmen wir nämlich gerne alles an uns, wenn das hier wirklich kein Diebstahl ist. Was soll's? Pfanne. Fläschchen. Besen. Die ganze Inneneinrichtung nehmen wir mit. Auch Apfel nehmen wir natürlich auch noch mit. Tja, sollen wir nur nach oben den Bereich? Hallo! Seemann. Ja klar, greif ruhig zu. Jo, gerne. Interesse an einem wertvollen Artefakt? Hey, kennst du einen guten Witz? Ja, pass auf. Kommt ein Seemann in die Kneipe. Unter dem einen Arm trägt er einen Huhn, unter dem anderen eine dicke Wurst. Der Wirt fragte ihn. Na, den kenne ich schon. Ich will sie immer gerne hören. Mann, Goldschale haben wir jetzt auch am Start. Wer bist du? Ich bin Schatzsucher. Heiße Düter. Du bist einer der Drillingsbrüder, richtig? Du kennst meine Brüder? Kennen ist zu viel gesagt. Zumindest bin ich schon mal einem von euch begegnet. Dein Bruder Olf wird von den Weißen gefangen gehalten. Olf ist stark. Er wird sich wieder befreien. Ihr seid ja eine tolle Familie. Eine ganz tolle Familie, aber naja, immerhin haben wir die Goldschale jetzt. Die andere müssen wir, glaube ich, dann kaufen bei seinem Bruder, ne? So war dem doch, glaube ich. Der ist ja unten bei Josh bei der Kneipe. So, jetzt haben wir noch Nico, Ingvar und Patty. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge von Risen 1. Denn wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Zeigt es doch gerne mit einem Daumen nach oben und einem Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich bin raus und sage erstmal bis dahin. Tschüss.